Hallo ihr Schnuckis, ich mache heute eine Kulissenkarte. Man sieht schon einiges an Material, was ich hier liegen habe. Die Idee habe ich von Papilania, also die Art der Karte. Ich habe aber letzte Woche, nein, am Montag, gestern? Nein, Samstag, Sonntag, jedenfalls im Laufe der Woche, hatte auch Pahara eine Kulissenkarte gemacht, aber ein bisschen in einem anderen Format, sodass man, wenn man die Karte zu hat, auch nicht sieht, was dahinter ist. Das ist in meinem Fall anders. Bei mir sieht man, was dahinter ist. Das werdet ihr ja gleich sehen. Ja, also wenn ihr eine andere Art machen wollt, dann guckt bei Pahara vorbei. Ich werde euch den Blog von Papilania unten verlinken und auch Paharas Video. Und dann könnt ihr einfach mal reinschauen, was euch gefällt, in welcher Variante ihr was machen möchtet. Jo. Was brauche ich hier erstmal? Ich fange mal an mit dem Grund. Und zwar ist das hier einmal ein Stück in 10,5 x 17,5. Dann ein Stück in 11,5 x 14,5. Und nochmal ein Stück in 10 x 14 cm. Das ist zum Beschriften. Dann habe ich mir schon Designpapier zurechtgeschnitten. Das Ding hier ist 10 x 9 und dann jeweils von jeder Seite habe ich mir das hier abgeschnitten. 2 cm mal 10 cm. Ja, dann habe ich noch hier das Stück. Das ist bei mir 2,5 x 14,5 cm. Man kann das aber an der Höhe anpassen. Und habe mir auch schon mal einen Stempel drauf gemacht. Schön, dass du da bist. Und zwar wird das eine Karte zur Geburt. Ich habe irgendwie keinen Stempel zur Geburt, aber schön, dass du da bist, finde ich, ist auch ein nettes Kärtchen für Geburt. Und dann habe ich hier halt noch Deko, die ich mir dann schon mal fertig gemacht habe. Die beiden Sachen hier sind für den Aufleger, damit er nicht so ganz nackig ist. Die kommen nach rechts und nach links. Und dann habe ich noch den Namen. Die Tilda wird diese Karte bekommen. Jo, dann können wir schon mal loslegen. Und zwar nehme ich mir einmal das Stück, was 17,5 x 10,5 cm ist. Ach, so viele Maße stehen auch alle unten in der Hilfebox. Und da hier falte ich jetzt bei 2,5 und bei 4 cm jeweils von rechts und links. Also mache ich das jetzt erstmal hier bei 2,5 cm und einmal hier. Bei 4 cm drehen wir das Ganze einmal um und mache dasselbe. 4 cm und 2,5. Man kann das Ganze natürlich auch durchgängig falzen, nur ich bin da rutsche ich schon mal und deswegen mache ich das so rum. Ja. Dann lege ich das noch nicht komplett weg. Also man kann das Ganze hiermit auch mit einem Cutter machen. Mache ich das mit dem Cutter? Aber ich glaube, ich mache das mit dem Cutter, nicht mit dem Schneidbrett. Irgendwie ist das ein bisschen besser mit dem Cuttermesser. Jo, wo haben wir sie denn? Hier. Mache ich mir einmal Markierungen. Einmal von links bei 2,5 cm und bei rechts bei 2,5 cm. Und dann messe ich mir hier noch ab. Jeweils 1 cm und auf der Seite auch 1 cm. Das wird nämlich eine Klebelasche, wenn wir das gut runterkriegen. Dann kann ich mir das auch ausmessen. 1, 2, 1,5 von hier bis hier. Genau. Und dieses kleine Rechteck müssen wir noch wegmachen, aber vorher fällt mir auf, könnte man das auch gut einmal hier bei 1 cm falzen. Hätte ich das gar nicht messen müssen, ne? Ja. Kann man eigentlich auch mit der Schere machen, ne? Also einmal hier abschneiden. Einmal hier. Und dann das hier in der Mitte wegschneiden. Wie gesagt, das kann man jetzt entweder mit dem Schneidbrett machen oder mit einem Cutter oder man nimmt auch einfach eine Schere. Geht genauso gut. Ja.
Wenn man jetzt noch Reste hat an Bleistift, kann man das auch wegmachen, wenn man das möchte. Oder man lässt es dran. Und dann knicke ich mir die beiden hier ein. Ichi. Und dann nehme ich mir das hier und knicke das auch. Und zwar habe ich ja hier 1, 2 Falzen. Die zweite Falz knicke ich einmal so rum und die Falz wieder zurück. Und das auf der anderen Seite genauso. 1, 2 innen und dann außen. So sieht das Ganze aus. Das in der Mitte kann ich mir auch schon mal mein DSP aufkleben. Das kommt ja hier so rein. Man kann das Ganze auch mit einem Embossing machen, einem Embossing-Folder. Ein bisschen Struktur reinbringen. Ja, richtig rum die Ballons machen. Ja. Nicht ganz gerade. Und dann kommt hier noch mein Tilda rein. Und bevor ich die anderen Streifen DSP aufkleben kann, muss ich das hier einmal ankleben. Und zwar kommt das hier hin und hier hin. Wenn man das nämlich von innen ranklebt, also wie ich das jetzt so halte, dann kann man mit dem Designpapier das Ganze ganz gut verstecken. Man könnte es auch von außen dran kleben. Das ist auch eine Möglichkeit, aber ich bin mehr für innen, weil sonst sieht man das von hinten so. Man kann natürlich dann auch hinten noch DSP draufkleben, aber ich mag das so ganz gerne. Also, einmal hier klebe, einmal hier klebe. Und dann klebe ich das jetzt erst einmal. Hier fest. Einmal Kleber hätte eigentlich gereicht, glaube ich. Ja. Dann kann man sich das hier einklappen. Komm her. So, das hier einmal so einklappen. Dann das hier gerade lassen und dann kann man das hier auch festkleben. Genau. Also ich habe jetzt von hier geguckt, dass es passt. Ne? Man kann das auch so runterlegen und dann einmal schön festdrücken. Dann ist das Ganze auch schon festgeklebt. Dann kommen dann jetzt hier meine Ballons. Dann gucke ich dann mal noch, dass es passt. Einmal. Zweimal und ich sehe jetzt gerade hier, dass das ein bisschen zu weit rüber geht. Das kann man dann auch zumachen, dann sieht man das hier genau, was man abschneiden muss. Also schneide ich hier noch so ein Stück. Und dann müsste das perfekt passen. Jo. Hübsch, hübsch, hübsch. Dann klebe ich hier noch mein Kartenaufleger zum schön draufschreiben. Man kann natürlich auch hinten drauf schreiben. Also hier kann man auch was draufschreiben, aber wenn man ein bisschen mehr Text vor sich hat, was man da drauf schreiben möchte, dann muss man halt ein bisschen größeres nehmen. Jo. Und weil ich ja hier noch meine Deko. Ich bin ja mehr der Eckenmensch. Ich glaube, so gefällt mir das genau. Aber vorher umrande ich mir das noch.
Das ist schöner. So. Ich finde, so ein kleiner Rahmen macht das Ganze irgendwie schon anders. Ich weiß, komisch. Aber ist ja auch so. Rahmen macht das ganze Bild anders. Schüttler. Dann einmal Wölkchen. Die Sonne jetzt da drunter, ja, ne? Die Sonne. Dann kommt der Spruch, den hat man nicht vergessen, der kommt hier hin. Ich lege mir das hier so hin in die Ecke, da wo die Falz ist, und dann weiß ich genau, bis wohin ich den Kleber auftragen darf. Dann kommt das hier drauf. Schön gucken, dass man hier unten die Falz freilässt. Einmal hier. Sollte auch gerade kleben, dann passt das auch besser. Und dann kann man sich das ja so ein bisschen hochnehmen und hier ebenfalls kontrollieren, bis wohin ich den Kleber machen kann. So ein bisschen einfacher. Dann alles runterdrücken. Und hier den Millimeter werde ich dann auch gleich wieder abschneiden. Gucken, dass es nicht über der Falz ist. Genau, ich lasse das, glaube ich. Ja, ich schneide es schon ab. Fällt nicht auf, ne? Jodlo. Dann kommen noch die süßen Einhörnchen. Eins nach hier und eins nach hier. Ich muss ein bisschen gucken, wo ich den Kleber drauf mache, nicht dass ich das dann hier unten dran klebe. Mal die zwei Einhörner. Und dann kann man das hier rumklappen, hinstellen, fertig. Das ist eigentlich eine ganz süße Sache. Ich werde wahrscheinlich hier noch ein paar Schnüre dran malen, damit das noch ein bisschen schöner ist. Also von vorne, wenn das dann steht, sieht es so aus. Hier kann man noch was draufschreiben. Und wenn man das Ganze zuklappt und hier runterklappt, passt das einfach in einen Umschlag rein. Und das ist eigentlich das Schöne an der Karte. Ja. Einmal hingestellt, ich lege es nochmal hin, dass das in voller Pracht sieht. Ich werde hier noch die Schnüre malen. Ich hole mir Luftballons. Dann hängt das da. Den Einhörnern. Und so in hübsch. Und die kann jetzt bald auf die Reise gehen. Und ja, wie gesagt, zwei Inspirationslinks unten in der Infobox, die Maße auch in der Infobox. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.